Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay einer Duke of York eingesendet von The One and Only Gang Barang in Kombination mit Eagle und Bison. Wir haben ein reines Stufe 7 Gefecht, natürlich nach unten erweitert, großzügigerweise vom War gegen Stufe 5. Und Gang Barang hat mich dazu angehalten, auf jeden Fall auf die Besonderheiten der Duke of York hinzuweisen. Ihr wisst ja, die Duke of York ist eine King George der V., Stufe 7, der aus dem britischen Baum, mit leichten Änderungen. Etwas, was einem sofort ins Auge springt, ist nicht die Optik, denn die ist weitgehend ident, natürlich mit einer ähnlichen Camouflage, mit einer ähnlichen Tarnung für Premium-Schiffe oder als Spezialschiff hier, aber ist natürlich die mit Y zu betätigende hydroakustische Suche, die nicht besonders ist für die Briten mit 4 Kilometer. Wir haben hier dafür keinen besonderen Heal, nicht wie bei der Nelson, sondern wir haben hier nur die 0,6% auf die Gesamttrefferpunkte, können also 13.398 Trefferpunkte heilen. Nichtsdestotrotz haben wir die gute HE, 6.100 Alpha-Schaden. Wir haben brutale 41% Brandwahrscheinlichkeit. Das pro Salve ist fast, wenn alle treffen, 100% Brandwahrscheinlichkeit. Aber das ist nicht das, was viele nicht sehen, sondern das sind die besonderen AP-Granaten, die dieses Schiff hat. Wir sprechen ja nicht von den 10.500 Alpha-Schaden, sondern tatsächlich vom brutalen Winkel von 60 bis 67,5 Grad als Ricochet-Winkel. Das haben die normalen Briten nicht. Das ist relativ selten, dass es so etwas hier gibt. Das bedeutet, auch Schiffe, die gut anwinkeln mit AP, kassieren dennoch noch AP-Penetrationen, wobei anderen schon AP-Abpraller vorhanden wären. Ist super praktisch, denn das Kaliber auf Stufe 7 ist mit 356 mm ja, nicht unbedingt in der Norm. Für die britischen Schlachtschiffe ist es relativ egal, weil das sind eher Kreuzerkiller, wenn man es so nennen würde. Die haben eine kürzere Zündzeit, was die AP betrifft, und sie haben gute HE für alle anderen Fälle, wo es nicht reicht. Ja, aber 406 mm ist halt schon eine Ansage. Und auch 380 mm ist auf Stufe 7 schon eine Ansage. Und wenn man dann gegen Schiffe fahren muss, wie eine Sinop zum Beispiel, die Gott sei Dank hier nicht ist, die eine gute Panzerung und gute Geschütze mit den 406 mm hat, die viel overmatchen können, die richtig viel Pumps haben und ungenau auch nicht sind, dann kann es natürlich schwierig sein, dass man nicht in Verlegenheit gerät mit den 356 mm. Und deswegen hat Wargaming der Duke of York hier Spezielles spendiert. Da, konzentrieren wir uns mal auf das Gefecht. Die Division hat sich aufgeteilt. Das ist mittlerweile wahrscheinlich keine schlechte Idee mehr, wenn sich drei gute Spieler oder drei starke Spieler in einer Division vereinen. Wäre es normalerweise früher so gewesen, dass man sagt, gut, wir fahren zusammen, wir dominieren eine Seite. Das geht mittlerweile nicht mehr. Verstehe mich nicht falsch, das Dominieren ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man sich nicht aufteilt, dann kann es durchaus sein, dass das eigene Team es schafft, unter der Führung eines Generaloberst, keine Ahnung, eines Admirals, so zu managen, dass die eine Flanke in 6 Minuten komplett tot ist, man nur noch 50 Punkte hat, bevor das Gefecht zu Ende ist, weil die Leute so schnell gestorben sind, dass man keine Chance hat, noch was zu machen. Dementsprechend die New Orleans seit die Mitte, die Scharnhorst, die rechte Flanke und die Duke of York mit Gang Barang hier die linke Flanke. Natürlich muss man immer im Auge behalten. Man darf sich nicht zu weit vom Basiscap entfernen, wenn die Mitte nicht gedeckt ist. Hier haben wir Gott sei Dank eine Ochotnik, die in der Mitte ein bisschen scoutet, sodass kein gegnerischer DD auf die Idee kommt, um ein bisschen Mäuschen zu spielen mit unserem Cap und einfach mal reinzuschauen, ob es vielleicht nicht gut wäre, da mal ein bisschen anzucappen. Denn hin und wieder kann es leider passieren, dass sich alle Spieler auf die Flanken verziehen und die Mitte dann komplett offen ist, so offen, dass man es nicht mehr schafft reinzukommen, bis gecappt ist. Das ist tragisch, vor allem wenn es keinen Flugzeugträger gibt. Dafür ist auch wahrscheinlich die New Orleans hier geblieben, auch weil sie ein bisschen gelitten hat, seit sie nur noch Stufe 7 ist anstelle von Stufe 8. Oh, die Ismail. Aber man muss auch sagen, die Streuung der Ismail hat es jetzt gut rausgerissen. Er hat tatsächlich ein bisschen Breitseite oder genug Breitseite gezeigt, um
15.000 sind schon drin, auch mit den Geschützen der Ismael. Ist übrigens eins der, wie ich sage, besten Schlachtschiffe auf Stufe 6, aber mittlerweile doch sehr beliebt und mit guten Ergebnissen vertreten, zumindest bei den Leuten, die sie fahren. Hier sehen wir übrigens den Unterschied eines sehr guten Spielers zu mir. Er hat gesehen, dass sie weit genug reindreht. Oh nein, ich wollte es gerade sagen! Und sie dann trotzdem zu treffen und nicht wie ich, dass sie dann wieder rausdreht in dem Moment. Und dann ist es passiert und er hat nichts getroffen, außer das gnadenlos blöde Torpedoshot. Ja, aber die Yamato zeigt jetzt Breitseite. Jetzt müssen wir noch schauen, ob die Penetration reicht und ob die Streuung ja sagt. Mit 1.8 Sigma. Mit 1.8 Sigma. Lass schauen. Weit hinten, unter dem Turm. Keine Zitadelle, 8787. Ja, man sieht es, man sieht es. Ja, ein guter Beweis dafür, dass ich die Videos oder die Replays nicht vorab anschaue. Ja, komm, das ist zeitlich nicht möglich. Wenn so ein Replay 20 Minuten geht, dann muss ich ja 40 Minuten Replay anschauen und dann kommentieren und dann nochmal 10 Minuten rendern und dann... Ja, kannst du vergessen. Das kann man einfach komplett vergessen. Ah, ja, ja. Da, König. Nagato wird offen. Natürlich vorrangiges Ziel. Die Morgan wird sie jetzt gleich nochmal aufmachen. Sie fährt nämlich den richtigen Kurs. Es wird aber nur ein kurzer Exkurs sein. Da ist sie offen. Geht dann auch gleich wieder zu. Wir haben schon geschossen, deswegen ist es irrelevant. Eine Gneisen, auf die wir keine Zitadelle schießen können. Die Streuung war uns auch nicht gnädig. Nur 3 Overpenetrations. Die Graf Spee hat unter der Gneisen gelitten. Die Yamato, die Nagato wäre vielleicht gar nicht das schlechtere Ziel gewesen. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit dazu. Dieses Mal sind es wir, die die Nagato spotten. Aber auch die Miyoko ist offen. Wir haben übrigens zu viel, viel besseren Winkel auch die halbierte Fuse Time. Ne? Also die Zündzeit ist 0,015 Sekunden anstelle von 0,030 Sekunden. Oder 3,0. Ja, jedenfalls halbierte Zündzeit. Nennen wir sie einfach so. Das bedeutet, die Granate braucht weniger Zeit innerhalb der Panzerung des gegnerischen Schiffs, um zu detonieren. Bedeutet auch, Overpenetrations sind weiter seltener. Bedeutet auch, wir haben die Gneisenau richtig ungeil getroffen, nämlich durch die Superstructure, wo nur 19 mm sind und deswegen hier hart overpenetriert. Überpenetriert oder eine Overpenetration gemacht. Dieses Denglische, einfach zum Kotzen. Selbst wenn ich es selbst mache. Richtig übel. So, ja, er hat kurz abgewägt, die Miyoko rauszunehmen, ist allerdings ein größerer Dienst am Team. Auch an die Monaghan oder die Piotr Veliki. Die Dreier der Miyoko sind mit Haie brandgefährlich. Und der Shell-Arc der Miyoko, wie bei allen Japanern, ist relativ flach. Es ist einfach zu zielen, auch wenn der Reload relativ lang ist, hat man dennoch gute Chancen, guten Schaden zu machen, einfach weil es einfacher ist zu zielen. So, er nimmt jetzt die Gneisenau anstelle, oh, da hat er kassiert, anstelle der Nagato, wo die Nagato wahrscheinlich sogar schneller rausgehen würde, aber das kann die Monaghan theoretisch auch mit Torpedos erledigen. Bin gespannt, was schlussendlich rauskommt. Er hat jetzt auf die HE gewechselt. Die Penetration der HE ist im Vergleich zur Zitadellenunfähigkeit bei der Gneisenau, der AP, bombastisch. Wir haben 89 mm HE-Penetration. Das heißt, das Kaliber der Briten hat eine bessere Penetration als das anderer Nationen, also die 356 mm. Von daher super prall. Früher hat man gesagt, oh ja, wir rechnen die 356 mm geteilt durch 4 und dann kommen 89 mm raus. Das stimmt jetzt auch noch. Die haben ein Viertel Penetration. Allerdings muss man bei den Kreuzern jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Da hat Wargaming rumgestochert bei 203 mm, 152 mm, aber bei großem Kaliber, bei den britischen Schlachtschiffen, ist es egal. So. Ja, die Nagato. Die Nagato, die Gneisenau in der Seite, sie wird jetzt wieder, ja, sie kommt nach vorne, sie wird jetzt natürlich nach innen kommen. Das ist übrigens genau das, was ich zu Beginn angesprochen habe. Wenn das gegnerische Team oder das eigene Team zu nah auf den zu weit auf den Flanken ist, dann hat ein DD die Möglichkeit, ein Cap zu nehmen, ohne dass der Gegner schnell genug drin ist im Cap, um es zu verhindern. Colorado fährt auch nicht rein. Ich hoffe mal, die Monaghan bleibt hier jetzt einfach. Dann ist das durchgekappt in einer Minute 30. Wir haben 79.000 Schaden. Es wird noch ein bisschen mehr werden. Wie gesagt, die Nagato winkelt hier ran. Unsere HE ist gut. Ideal. Also, wenn jemand wirklich darauf aus ist, um Schaden zu fahren,
um mit den Briten Schaden zu fahren. Nimmt Hai, zündet immer wieder an. Das bedeutet nicht immer dasselbe Schiff beschießen, bringt euch in eine Position, wo ihr mehrere Schlachtschiffe anzünden könnt. Die werden löschen, behaltet das im Auge, wenn der Tick oben nicht mehr weitergeht, sofort wieder wechseln und das eine Schlachtschiff, das ihr zuerst beschossen habt, anzünden. Das ist der Garant, das Garant, der Garant für einen höheren Schaden. Höher als bei anderen Schlachtschiffen, aber seid euch nicht zu fein, auch die AP zu verwenden. Die AP hämmert auch richtig gut rein, auch gut aufs Deck. Es ist auch ein Conqueror mit AP. Manche Salve 20.000. Muss nicht immer Hai sein und ein Brand. Einfach mal AP verwenden. Ist wichtig. Brandschaden kann man zu 100% heilen. Pennschaden noch zu 33%. Das ist auch wichtig, sollte in die Berechnung eingeführt werden, wenn ihr, also in die Berechnung mit bedacht werden, wenn ihr den größtmöglichen teamdienlichen Schaden machen wollt. Ist übrigens egal, ob es HE-Penetration oder ob es AP-Penetration ist. Penetration wird immer zu gleichen Teilen geheilt. Ganz egal. So, er wird jetzt wahrscheinlich auf AP wechseln, oder? Weil die Colorado kann mehr mit AP ab, wenn sie so breit zeigt. Er bleibt aber auf HE. Die hat jetzt gelöscht in einem Brand. Wir drehen uns raus. Schade, die Fubuki hat es noch geschafft, die Monaghan zu vertreiben. Die 406er der Colorado sind gefährlich. Die 410er der Nagato natürlich auch. Wir haben hier auf Stufe 7 keine 32 mm Bug- und Heckpanzerung, welche es verhindert, dass wir overmatched werden. Das bedeutet, wir können Zitadellen fressen. Und da ist die Fubuki direkt hinter der Insel aufgetaucht, das kleine Luder, das ist jetzt natürlich gefährlich. Die eine Salve, komm, 10 Sekunden, es ist uns nicht vergönnt, aber sie plöppt immer wieder auf, aber das war das letzte Mal, dass sie das macht, weil sie jetzt hinter dem Smoke verschwindet. Gar nicht dumm gemacht. Und jetzt heißt es natürlich von den Dreierwerfern der Fubuki ein bisschen Abstand zu nehmen, Abstand zu gewinnen, damit wir hier noch mehr als 115.000 Schaden machen können. Naja. Wir werden sehen, wohin das führt. Die Gneisenau ist auch wieder da. Das Gefecht ist noch lange nicht gewonnen. Wir sind jetzt sogar, was Schiffe betrifft, in Rückstand geraten. Was kein großartiges Problem darstellt, wenn das eigene Team hier noch mit genügend Disziplin das Gefecht runterfährt. Man sieht, Gangbarang hat die heiße Zone verlassen, weil sich der Gegner hier gesammelt hat. Und selbst mit 41.000 Trefferpunkten sollte man es nicht riskieren und im Fokusfeuer von drei Schlachtschiffen und je nachdem, wie man sich positioniert, auch noch von einer Fubuki drauf zu gehen. Es ist meist keine gute Idee. Eher nur, wenn man ein Schiff hat, das gut was tanken kann. Und dann ist egal, auf welche Variante, welche Art und Weise, ob man es mit einem Superheal macht oder besser mit guter Panzerung, wo man den Schaden gar nicht erst nimmt. Es ist einfach bei 4 Schiffen, 4 gegen 1, das sind die Gründe, warum deutsche Sekundärartillerie-Schiffe, wenn sie falsch gefahren werden, richtig schlecht sind, weil sie zu schnell sterben. Ihr seht, wir sind jetzt in Minute 14, 140.000 Schaden, Brand um Brand, brandgefährlich das Schiff. Tatsache. Und zusätzlich dazu, man kann es nicht unerwähnt bleiben lassen, das RNG, das der Gegner beim Beschuss auf Gangbarang an den Tag legt, das muss montags RNG sein, um es in ganz klarer Sprache zu sagen, es ist beschissen. Das ist auch die Salven, wo er vermeintlich Breitseite gezeigt hat, das ist natürlich die Frage, weil er nicht damit gerechnet hat, wo wahrscheinlich er kaum, weil er es nicht gesehen hat, er auch selten, dass es dieser Grund wäre. Könnte natürlich dennoch sein, vielleicht interpretiere ich zu krasse Übersicht hinein, aber ich glaube nicht. Wir haben schon Gefechte gesehen von Gangbarang, wo er die gesamte Karte überblickt hat, egal ob es jetzt in seiner nahen Umgebung war oder nicht. Vielleicht hat er sich einfach darauf verlassen, dass nicht so gut getroffen wird. Aber ihr seht, 12 Brände. Er lässt für sich arbeiten. Warum aktiv Schaden machen? Warum nur aktiv Schaden machen, wenn man auch passiv oder wenn man auch Sekundärschaden durch Feuer machen kann?
warum nicht ausnutzen, dass eine Nagato immer wieder den einen Brand löscht? Ja, ich weiß, sie hat nur 15.700 und sie wird wahrscheinlich erst auf 14 Kilometer zugehen, aber immer wieder den einen Brand. War ein Fehler beim ersten Mal, dann hat sie den Doppelbrand kassiert, jetzt hat sie den einen Brand wieder gelöscht. Die Frage ist, kassiert sie jetzt wieder einen Doppelbrand? Drei sind noch in der Luft? Oder vier eigentlich, weil... Ja! Ah! Oh, ganz im Ernst. Es ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren, dass wir hier auf diesen Schaden kommen. Aber so offensichtlich wie die Brandwahrscheinlichkeit, also das RNG hier reinballert und gleichzeitig die Gegner wenig treffen, das ist einfach das brutal. Muss ich gar nicht mehr darum kümmern. Es ist einfach ein Brandstifter. Easy going. Schiff Nummer 2. Und natürlich holt er sich jetzt die Ranger. Und es ist natürlich intelligenter, hier so anzufahren, weil rückwärts ist das Schiff viel langsamer als vorwärts. Deswegen, wenn ihr die Idee in die Tat umsetzen möchtet, euch am Trefferpunktepool von einem Flugzeugträger ungeniert zu laben, dann fahrt ihn so an, dass er nur rückwärts ausweichen kann. Ich habe schon Gefechte gesehen, da ist der Flugzeugträger Ringelreihe fahrend um eine Insel gefahren, dahinterher ein Schlachtschiff gedümpelt, das er natürlich niemals einholen konnte, weil die Flugzeugträger relativ zackig unterwegs sind auf dieser Stufe und die ganze Zeit das Schlachtschiff mit den Flugzeugen genervt hat. Und kommt bitte nicht in die Verlegenheit und probiert das bei einem russischen Flugzeugträger, außer ihr seid Top-Tier und der ist Bottom-Tier, der nimmt euch raus. Wenn auch die Antier nicht schützt, nimmt er euch raus. Die Anflüge sind schnell. Fatal. So fatal wie die Salve hier auf dem Flugzeugträger. Das sind diese Anflüge hier, das sind gar nichts dagegen. Der Flugzeugträger ist schon 5 Kilometer weiter, wenn er nur startet bei den Russen auf Stufe 8. Stufe 6, schnell genug. Muss man nicht mal die Animation sehen. Ja, ihr seht, die AP hat jetzt erst richtig reingehämmert. Vielleicht ein Problem vom Matchmaker, dass er nicht so viele Kreuzer mit reingenommen hat, als er hätte können. Aber ich glaube, es ist auch so ohne zusätzlichen Schaden an Kreuzern ein sehr gutes Gefecht mit 224.000. Natürlich, das ist jetzt ein Farmgefecht in einem Schlachtschiff gewesen, aber 224.000 ist immer eine Bombe. Wir haben auf Stufe 7 ist noch mehr als auf Stufe 10, ganz klar. Und britische Schlachtschiffe, das sind die geborenen Farmer. Mit 2833 Punkten, generell mit der Teamleistung hier, an die New Orleans. Das ist halt in New Orleans, ne? Scharnhorst 1650, hat er sich weit abgesetzt vom Rest des Teams. Der detaillierte Bericht zeigt uns 54.000 an Feuern. Ist nicht das beste Ergebnis mit Feuern, was ich je gesehen habe, aber 15 Feuer. Pff, Brand RNG lässt grüßen. Es ist halt einfach brutal. 127.000 hat er bekommen an Schaden. Der hat sehr, sehr gut gearbeitet mit dem Yield-Management, mit dem Trefferpunkten-Management. Das ist auch etwas, worauf man Acht geben muss. Dann auszeichnet als guten oder sehr guten Spieler. Potential Damage 1891. Das Problem bei dem Schiff ist halt einfach, die Panzerung ist relativ dünn. Man nimmt sehr viel Schaden, vor allem die 4 und 6er, die 4 und 10er. Ist gefährlich. Ist auch mit High schwierig, ohne Super Heal, wenn man zu nah dran ist. Deswegen immer ein bisschen Abstand behalten. Immer, naja, ihr habt es selbst gesehen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.